Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ja, wir haben Mittwochabend, wir treffen uns, unser Teamtreff, interaktiv und aktiv. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt und die Zeit nehmt, heute dabei zu sein. Und dass ihr auch alle, die ihr euch jetzt die Aufzeichnung anschaut, auch dafür Dankeschön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir starten in eine besondere Sendung. Ich mache mal so den Auftakt übrigens, war ich heute in Meiserheim bei Offenburg. Wisst ihr, wer da wohnt? Da wohnt unser Zwei-Sterne-Präsident Patrick König. Ja, Patrick ist mittlerweile eigentlich der erfolgreichste LR-Partner auf der ganzen Welt. So, und das werdet ihr in den nächsten Monaten und Jahren auch noch im Weltrang sehen. Da wird jetzt demnächst, das passiert ja eh ganz, ganz viel. Und es war ein tolles, tolles, tolles Gespräch. War echt auch geil, mal mit dem Patrick so mal zu quatschen, mal in Ruhe auch. Die Kinder waren im Pool, wir waren auch im Pool. Und der Patrick ist 29 Jahre waren wir, ist der Patrick dabei? 29 Jahre LR, liebe Leute. Überlegt euch mal, wie lang das ist. 3 Jahrzehnte fast bei LR. Und immer mit Feuer, immer mit Freude und immer mit Leidenschaft dabei. Und das motiviert mich so brutal auch. Oder das ist ja auch geil, weißt, dass es einfach lebende Beispiele gibt. Oder wie jetzt zum Beispiel ja auch mich, über 20 Jahre dabei, immer, immer vorne, immer loyal, immer mit Freude, immer mit Spaß. Und wo gibt es denn sowas in der heutigen Welt überhaupt? Die meisten Dinge sind alle so kurzlebig. Punkte wie Ausdauer, wie Treue, wie Loyalität. Ja, das sind ganz, ganz selten gewordene Attribute, wie ich finde. Und ja, guckt euch mal bei uns bei LR um, auch heute Abend, wer heute Abend alles mit dabei ist. Ich sehe den Norbert, der seit über 15 Jahren dabei ist. Ich sehe Jenny, die seit über 15 Jahren dabei ist. Es sind so viele bei uns seit so, so langer Zeit dabei. Und ihr müsst mal gucken, oder Josie sehe ich gerade. Hi Josie, Josie Hallo. ist bestimmt auch locker, locker, locker über 10 Jahre dabei. Und ihr müsst auch mal so ein bisschen beobachten, wie die Menschen drauf sind, die bei LR oder Olga, gell? Olga, wie lange bist du schon dabei? Also, Mikro ist gerade aus, gell? Wie lange ist denn die Olga dabei? 2011. 2011, Leute. Guck mal, 12, ja, 12, 13 Jahre schon mit am Start. Und immer gut gelaunt und immer treu, gell? Ja. Wahnsinn! Wahnsinn, Leute. Und da muss doch was dahinter sein. Wisst ihr, ich meine, wo gibt's denn sowas? Wo gibt es denn sowas, wo jeder heutzutage alle Arschlänge eine neue Ehe anfängt, ja, oder einen neuen Job oder alles mal, es wird ja nichts mehr repariert, sondern nur noch weggeschmissen und so weiter. Und das ist doch einfach geil, dass ihr wisst, ihr habt bei LR ein sicherer Hafen, wo die Menschen true sind, wo nicht belogen wirst, wo keine falsche Versprechungen gemacht werden, wo man jetzt blaue vom Himmel runter verspricht und nachher funktioniert die Hälfte nicht. Bei uns ist es ja eher andersrum. Bei uns kommt ja ständig irgendein fettes Geschenk von LR, einfach so. Wie zum Beispiel am Montagvormittag, wo die meisten wohnt sind, dass es erstmal einen Anschiss und einen Einlauf vom Chef gibt, verkündet LR mal so, by the way, hey Leute, wir haben jetzt übrigens BMW im Angebot, sucht ihr einen aus, oder? Am Montagvormittag. Ganz ehrlich, Leute, das sind doch einfach mal Punkte, es war jetzt so gar nicht geplant, aber das sind doch Punkte, über die man sprechen muss, weil es einfach, ja, nicht selbstverständlich ist. Und genauso nicht selbstverständlich ist es, dass ich beim Patrick König sitze, bei meinem schönen Bierle in seinem Pool und mir quatsche so über die Erfahrung aus den letzten 30 Jahren LR. Und der gute Mann ist so motiviert, weil er schon Dinge weiß, die ja wir alle noch nicht wissen. Und er hat natürlich so einen fetten Vertrag unterschrieben mit Haftung und so weiter und Schweigevertrag, dass er es natürlich nicht vom Business Day verraten darf. Aber er ist maßgeblich mit involviert in dem, was denn da kommt am Business Day in Dortmund. Und ich kann euch, Düsseldorf, Entschuldigung, kann euch sagen, es wird so, so, so gut. Bitte kommt unbedingt zum Business Day. Das muss ich schon mal vorneweg schicken. Und kommt auch schon mal am Freitag mit hoch, wer Bock hat. Wir feiern ja schon vor Freitagabend und dann gleiten wir so schön easy am Samstag dann rein. Ja, liebe Freunde, jetzt haben wir einen Abend voller Highlights natürlich vor uns. Und wir sprechen heute natürlich über die LR-Karriere, wir sprechen aber auch über eine Produkterfahrung von der Celine, so viel darf schon mal verraten sein, wo ich mich extrem darauf freue, dass sie heute sich die Zeit nimmt. Die Celine wird sich auch gleich bei euch vorstellen. Ich denke, wir starten mal
Celine, hast du noch ein bisschen Puffer? Hast du noch ein bisschen Zeit? Bist du noch in der, dass man dich noch ein bisschen in der Warteschleife lasse? Ich würde gern Jennys Thema vorher noch rannehmen oder tickt bei dir die Zeit? Celine, wie ist es bei dir? Wir schalten in der Schweiz zur Celine, genau. Celine ist zum ersten Mal mit Zoom heute am Start. Ja, kommt drauf an. Du sagst halt einfach, wann ich erzählen soll und dann sage ich, ob es gerade passt oder nicht. Okay, Jenny, was meinst du? Ihr zwei? Jenny, sollen wir nur kurz warten oder willst du anfangen? Was sagt dir die Zeit? Bist du noch gechillt, Jenny? Ist Jenny noch gechillt? Hast du noch ein Zeitfenster? Jenny Thoma? Ich habe noch ein Zeitfenster, ja. Kann Also ruhig pass auf. Selin erst mit dem Baby. Wie bitte? Selin darf ruhig erst mit dem Baby. Okay, Celine. Celine, wir fangen mit dir an. Celine aus der Schweiz. Okay. Genau, also ich fang mal an zu reden. Ich hoffe, dass ihr durchhaltet. Man hört sie wahrscheinlich fiepsen im Hintergrund. Ihr ist immer langweilig. Ja, deswegen muss ich rumlaufen. Genau. Also ich bin die Celine. Ich bin aus der Schweiz jetzt. Und ich erzähle heute über meinen Erfahrungsbericht vom Mindmaster. Den habe ich 2017 kennengelernt, den Mindmaster. Und zwar bin ich, also ich versuche mich kurz zu halten, aber ich muss ein bisschen ausholen, dass man versteht, Super, mach's. genau, dass man versteht, wie der Mindmaster gewirkt hat. Ich bin Friseurmeisterin und Tanzpädagogin und ich war selbstständig, hatte meinen eigenen Friseursalon. Und ja, 2017 hatte ich einen ganz schlimmen Burnout. Ja. Weil ich hatte so viel Stress, muss man sich vorstellen. Ich hatte so viel Arbeit und so viel Stress. Ich habe eigentlich nachts oder spätabend nachts meinen Haushalt gemacht. Ich habe für meine Tanzauftritte, für meine Meisterschaften, alles nachts habe ich gemacht, auch Buchhaltung. Und das hat sich dann natürlich so angesammelt, der Stress, dass halt irgendwann mein Körper gesagt hat, nee, so kann es nicht weitergehen. Also mein Kopf wollte weitermachen, aber mein Körper hat dann halt nicht mehr mitgemacht. Ja, das waren halt dann Symptome. Die haben halt dann langsam angefangen mit, ich hatte, was hat denn angefangen? Panikattacken. Ich hatte Panikattacken, bis wir, also 20 bis, am Schluss war es 20 bis 30 Panikattacken am Tag. Vier davon waren so schlimm, dass ich keine Luft mehr gekriegt habe und dann einfach an Ort und Stelle umgeflogen bin. Dann kam ein Schwindel dazu, den ich nicht mehr weggekriegt habe. Der war, ging über Monate, der Schwindel. Dann kam irgendwann Gedächtnisverlust. Also ich konnte mir keine Tanzschritte mehr merken. Ich habe meine alten Tanzschritte vergessen. Ich war wie dement irgendwie, wie benommen. Also das war dann immer irgendwie noch schlimmer ist das geworden. Und dann ganz am Schluss war es dann so. Also ich habe dann trotzdem weitergearbeitet in meinem Salon. Ich habe dann bei jedem Kunde habe ich dann eine Pause gemacht, weil ich wieder eine Panikattacke hatte und viermal am Tag umgeflogen bin und dann war es auch irgendwann unangenehm und ich wusste nicht, was ich habe und war mehrmals im Krankenhaus und die haben dann alle nicht gewusst, was ich habe und Blut ist okay und ich bin ja gesund und so weiter und so fort. Und ganz am Schluss war es dann natürlich so, dass ich am Tisch gesessen bin. Also das war am Frühstückstisch und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, kriege ich jetzt eine Panikattacke oder was ist das jetzt? Ich habe dann einfach meine Beine nicht mehr gespürt und meine Arme waren wie eingeschlafen. Und dann habe ich zu meinem Mann und zu meiner Mama gesagt am Frühstückstisch, dass ich halt einfach, die haben schon gefragt, was ist jetzt los? Und habe ich gesagt, ja, ich spüre irgendwie meine Beine nicht mehr. Das war so das Ende von meinem Burnout. Das war richtig schlimm. Und dann war ich im Krankenhaus und dann wieder im Krankenhaus, wieder Untersuchung, wieder alles okay. Ich konnte aber nicht mehr laufen. Mein Akku von meinem Körper hat sich angefühlt, als wäre ich auf minus 200. Und ich saß dann da in meinem Rollstuhl, weil ich nicht mehr aufstehen konnte. Ich als Tänzerin, ich als Mensch, der eigentlich dauernd auf die Beine ist und immer am Bewegen und eigentlich das Sitzen nicht so gern habe. Und ja, sitze in meinem Rollstuhl mit meinen Panikattacken und wusste dann gar nicht mehr, Entschuldigung. Das ist das erste Mal, dass ich so drüber rede vor andere. Wusste dann gar nicht mehr, was ich machen soll. Und dann kam mein Mann mit einem Video von meiner Schwiegermama, die Josie.
ihr wahrscheinlich alle kennt, die wo schon so lange dabei ist. Und die Josie hat mir dann ein Video gezeigt von jemand, der auch einen Burnout hatte und der über Mindmaster geredet hat. Und die Josie hat gesagt, Celine, nimm das. Und der David hat dann auch gesagt, dass mein Mann, bitte nimm das. Und weil man hat zu mir gesagt, im Krankenhaus, ich muss in psychische Behandlung, ich muss Tabletten nehmen. Und ich habe mich darüber ge dagegen gesträubt, also ich habe keine einzige Tablette genommen. Ich habe mehr Angst gehabt vor der Medizin wie vor meinen Panikattacken. Und dann hat Josie gesagt, das ist natürlich, nimm das, probier es mal. Und dann habe ich Mindmaster ausprobiert. Dann habe ich gedacht, ja, okay, das probiere ich jetzt einfach mal. Und dann nach so 2, 3 Tagen habe ich gemerkt, also die Benommenheit war weg. Also man muss sich vorstellen, ich kann mich von Juni 2017 an nichts mehr erinnern, weil ich völlig weggetreten war. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie irgendwie, also mein Körper, Geist und Seele war wie aus der Bahn geschmissen, wie als wäre der Zug entgleist. Und mit dem Mindmaster hatte ich das Gefühl, der kommt wieder auf Schiene, also der kommt wieder auf den richtigen Weg, und habe dann so meine geistige Stärke wieder zurückgekriegt und habe gedacht, boah, irgendwie habe ich meinen Körper ganz leicht wieder unter Kontrolle. Und umso länger ich den genommen habe, den Mindmaster, umso besser ging es. Also ich hatte dann also das Ganze ging dann über ein Jahr, aber es war jetzt nicht, dass ich jetzt von heute auf morgen gesund war, aber der Mindmaster hat mir geholfen, dass ich meine geistige Stärke zurückbekommen habe. Also ich hatte die Kontrolle über meinen Körper wieder zurück. Wenn die Panikattacke kam, dann war das so, dass ich einfach meinen Körper, also wenn du eine Panikattacke hast, hast du keine Kontrolle mehr über deinen Körper. Und ich habe die Kontrolle zurückbekommen und konnte sagen zu meinem Körper, nein, nicht, also die Panikattacke soll jetzt nicht weitergehen, also nicht, bis ich wieder umfliege und keine Luft kriege. Und so habe ich Schritt für Schritt mit dem Mindmaster und natürlich auch die Lebensumstellung, also man muss natürlich auch sein Leben dann umkrempeln, habe ich dann das geschafft, ohne Tabletten, mit Mindmaster und mit meinem Leben sozusagen umkrempeln, den Burnout, wo kein Arzt mir helfen konnte, das wieder alles in den Griff zu bekommen, sozusagen. Also, ja. Das war, als hätte mir der Mindmaster meine geistige Stärke wieder zurückgegeben. Und ja, ich hab's dann echt in den Griff bekommen. Das ist seitdem mein persönliches Wundermittel, weil ich einfach wieder da war. Also mein Kopf war da, der Nebel war weg. Ich konnte wieder denken, ich konnte wieder atmen, ich konnte wieder die Kontrolle übernehmen. Und ja, das ist so meine Geschichte zu Mindmaster. Celine, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Auch für den Mut, darüber offen zu sprechen. Auch einfach, dass du dir von Anfang an gesagt hast, ich mache das, ich teile das mit den Leuten. Und auch wie schön du das beschrieben hast. Vielen lieben Dank, liebe Celine. Unvorstellbar, oder? Was meine ihr? Unvorstellbar. Und Celine, ich bin dir besonders dankbar, weil ich habe ja auch mal eine schwere Zeit gehabt, wo es mir auch, wo unser Haus, das alte Haus gebrannt hätte und mir dann das Haus gebaut hätten und so weiter, Umzug und alles Mögliche. 2011 war das, wo es mir richtig, richtig scheiße ging, mental. Das war auch so volle Burnout-Geschichte und bei mir ging es genau gleich. Und deswegen hat es mich so berührt, wo du es erzählt hast, weil genau das, wie du, ich konnte es nicht so in Bilder erklären, aber du hast es so schön in Bilder erklärt. Und das alles nur mit Mindmaster. Nur mit Mindmaster. Und vielleicht nur ganz kurz, Celine, du hast ja, glaube ich, auch schon Mindmaster weiterempfohlen jetzt an deine Schwester, gell? Und ich glaube, die hat auch schon, war das, oder hast du da auch schon Feedback? Ja, also meine Schwester habe ich das empfohlen, weil die hat jetzt seit einem Jahr immer wieder so schlimme Magenschmerzen oder Bauchschmerzen. Man hat erst gedacht, es wäre die Bauchspeicheldrüse. Auch 1000 verschiedene Untersuchungen gemacht. Ich glaube, vielleicht liegt es in der Familie, wenn man zu viel Stress hat, dann weiß es nicht. Also sie verkraftet wahrscheinlich auch den Stress. Ich weiß nicht genau, was es ist, weil ihr hat der Arzt auch nicht sagen können, was es ist. Ich habe gesagt, Marion, nimm den Mindmaster, glaub mir einmal, weil von Familie will man nicht so das glauben, wenn es jemand Fremdes sagt. Das habe ich ja schon vor einem Jahr mal gesagt, aber jetzt hat sie ihn genommen. Sie hat ihn jetzt mal von mir ausprobiert. Ich habe erst jetzt bestellt. Und sie hat gesagt, sie hat schon lange nicht mehr so ein Lebensgefühl gehabt, weil sie hatte den ersten Tag keine Schmerzen mehr, seit Tagen keine Schmerzen mehr. Und sie hat jetzt auch gesagt, sie
bestellt, wahrscheinlich mit ihrem nächsten Lohn, die ganze Palette. Genau, also die hat auch ihrem Arzt, also den Mindmaster mit zum Arzt genommen, hat gesagt, da, das habe ich jetzt genommen, mir geht es besser. Und die Ärztin hat gesagt, okay, ja, sieht gut aus, so, ja, dann sind wir jetzt mal froh, dass es ihnen besser geht. Aber mehr konnten die jetzt auch nicht, konnten es auch nicht sagen, ja. Und ja, und ich habe das jetzt gern erzählt, ich hoffe, man hat es verstehen können. Ich war ein bisschen nervös, weil ich habe das eigentlich nur Familie und so Freunde erzählt. Ich habe das noch nie so öffentlich erzählt, so. Na du, das ist Genau. nicht öffentlich. Wir sind Familie und Freunde. Ja, Meine ja. Lieben. Es ist einfach so, wir sind unter uns und es tut auch richtig, richtig gut. Und Celine, was ich auch cool finde an dir jetzt, vielleicht noch so als Fazit, was ich auch mega toll finde, ist, dass du so begeistert bist, natürlich über deine Herzensgeschichte, dass du sagst, du willst damit jetzt dir das Geschäft aufbauen, gell? Das ist Genau. doch, gell? Genau. Ja, ich will es so verbinden. Ich will so ein, weil ich auch das, weil ich schon tanze, seit ich klein bin, ich will so also Tanz anbieten, Tanz als Heilung, Kombination mit körperlicher und geistiger Gesundheit. Und da will ich mir halt so mein eigenes Konzept freiberuflich aufbauen hier in der Schweiz. Und da ist LR super. Und das mache ich auch mit meiner Schwiegermama zusammen, mit der Josie. Genau. Wir sind da ein gutes Team. Perfekt. Hey, Celine, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Wenn wir mit unserem Thema durch sind, dann mache ich nochmal alle Mikros auf. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, auch noch ein Statement dazu abgeben. Ich bin vor allen Dingen richtig stolz, dass du das einfach so erzählt hast. Jetzt kommen wir zu der Jenny. Liebe Jenny, jetzt kommen wir zu jemandem, der ja auch schon lange dabei ist. Und wie schlagen wir jetzt denn die Brücke zum Business? Naja, eigentlich hätte es ja Celine schon gerade vorerzählt, ja, von einer berührter Herzenserfahrung kommt automatisch dann ins Empfehlen rein. Und liebe Jenny, erzähl uns mal ganz kurz deine Story und dann erzählst du uns mal, was dein LR-Bonuscheck diesen Monat war. Ich denke, das ist doch genau das, was wir jetzt alle wunderfitzig und neugierig sind, was wir teilen wollen, diese Freude. Ja, also erstmal zu reden, vielen herzlichen Dank, dass du deine Geschichte, ne, also das hat mich gerade auch echt berührt, weil es echt auch einfach krass ist, ne, was man haben kann auch als Mensch, ne? Also es gibt so viele Menschen, die so viele Sachen haben und die das einfach noch nicht kennen, was wir für tolle Sachen haben, ne? Deswegen müssen wir einfach das einfach erzählen, ne? Ja, also kurz zu mir, ich bin die Jenny, bin 38 Jahre jung, habe zwei Mädels und bin damals durch die Debbie, ja, die hat mich im 10-Minuten-Gespräch, hat die quasi mir erklärt, Jenny, guck mal, da gibt es das und das und ich so, alles klar, Debbie, ne, ich will das auch. Also das ja, ging nur 10-Minuten-Gespräch, ja, deswegen alle Freunde und Bekannte, also gute Freunde, die nicht gleich mitmachen, denke ich immer, das sind keine gute Freunde. Du musst einfach mitmachen, ne? Also wenn jemand kommt und sowas gut hat und der macht nicht mit, dann kannst du eigentlich sagen, alles klar, tschüss. Nee, Spaß. Aber ja, ich bin gelernte Friseurin. Und klar, als Friseurin verdient man halt einfach, wenn man jetzt nicht gerade einen Meister macht und sich selbstständig, verdient man halt im Angestellterverhältnis nicht so sonderlich gut. Also ich habe damals 1.100 Euro verdient, wo ich den ganzen Tag noch geschafft habe. Und dann kamen halt meine Kinder und dann konnte ich nur noch halbtags arbeiten und dann nicht über DB kommen. Und am Anfang habe ich es erst gar nicht kapiert. Also ich bin dann mal mit auf so ein Seminar damals in, wo war es, in, bei, dahinter Bad Dürheim in, wo war das, in Trossingen? Nee, Trossingen? Birkheide? Hause, Hause. Gerhuse? Ja, genau. Und also habe erstmal den Bonusplan überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, oh Mann, Jenny, also irgendwas, ne? Wenn es, also, das muss man einfach ausprobieren. Habe es mir fünfmal höre, bis ich es dann mal voll kapiert habe, was ein Differenzbonus ist und ein Sonderbonus und ein Eigenbonus. Also deswegen, wenn ihr anfange und ihr kapiert es nicht gleich, überhaupt nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Naja, und auf jeden Fall, ja, ist halt einfach krass, was man als alleinerziehende Mama sich da einfach im eigenen Tempo, also ich habe dann auch 10 Jahre lang Pause gemacht gehabt, geschäftlich. Die Produkte habe ich immer genutzt, ne, aber geschäftlich war ich mal ja 9, fast 10 Jahre weg. Erzähl ruhig wir sind unter uns, oder halt ja, erzähl ruhig deine Geschichte, Jenny, so richtig.
Ja, und zwar habe ich, das war Wie das? 2012, da habe ich 2 Wochen vor Geburt meine zweite Tochter verloren, die Nia. Und das hat mich dann, ja, also auch die damalige Beziehung dann, also ich wurde dann zwar wieder gleich mal bald darauf schwanger mit der Nala, aber die Beziehung hat es halt damals nicht überlebt. Und ja, und dann ja, hat mich das echt aus der Bahn geworfen, geschäftlich, ne? Also auch bei meinem Ex-Partner, also der Papa von den 2 Mädels, der macht halt auch LR und dann wollte ich ihn erstmal nie mehr sehen, geschäftlich, ne? Und bis ich dann irgendwann denkt habe, wann war das? 2020, Ende 2020, habe ich dann gedacht, so Jenny, scheiß drauf, das ist dein Leben. Du willst deine Kinder was bieten, also willst du jeden Pfennig 5-mal umdrehen, ne? Sondern, und auch wenn ihn dann trifft, scheißegal, ne? Er füllt ja auch nicht den Kühlschrank. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt mach's einfach wieder, was halt früher auch gemacht ist, weil die Produkte, also ich liebe die Produkte, ich trinke Aloe Vera seit 15 Jahren, ne? Basisch Mineralien, bin ich auch ganz schludrig, da muss ich mich echt dran erinnern, aber trotzdem, ne, egal, außen, innen, im Herzen, ne? Also mich haben also so viele Leute auf andere Networks angesprochen, ne? Aber sehr gute Freundin von mir zum Beispiel, die wie heißt das? Choose Plus macht sie, genau. Und da habe ich mal ihr zuliebe, habe ich dann bei ihr gesagt, okay, ich bestell mal was bei dir, ne? So, aber nach einem Jahr, sie so, Jenny, willst du nicht nochmal? Und ich so, du, nee. Da habe ich keine LR gemacht aktiv, ne? Und sie so, du, Sandra, empfehle ich nochmal, wenn ich mal irgendwas nochmal geschäftlich mache, dann ist es LR, weil ich weiß, also ich einfach, ich hätte, also, nee. Ja, die sind, ich weiß auch nicht, man hätte es einfach. Ja, also im Herzen auch die Menschen, ne? Auch der Frank, der Patrick, Davy, das ist alles so ein schönes Miteinander. Also so echt, nicht irgendwie so, komm, wir werden jetzt so hufe schnell viel Geld verdienen, ne? Sondern wir schwätzen auch mit dir, auch wenn du nur einmal im halben Jahr was bestellst. Ne? Da gibt es ja andere, wo du quasi nur was wert bist, wenn du aktiv und Vollgas gibst. Ne? Und das ist ja bei uns im Team überhaupt nicht so. Gerade bestes Beispiel, Valentina. Die, wo letztes Mal dabei war, die habe ich damals vor 2010 war das, war ich mit der, habe ich die eingeschrieben, ne? Und die, wenn ich die heute noch treffe oder so, ne, das ist ganz normal, ne? Also das ist nicht irgendwie so, die macht ja geschäftlich, macht sie ja, die bestellt ab und zu mal was, aber trotzdem fühlt sie sich willkommen und deswegen hätte sie auch dann einfach mal noch 10 Jahre oder ja, 2010, ja, über 10 Jahre. Hat sie einfach dann mal referiert, weil du sehr aggressiv verschwankt. Das ist ja auch nicht normal. Ne? Also, wo gibt es denn sowas? Das hat sich bei mir gemeldet. Also aufgrund eben von WhatsApp-Infos, wo ich von LR Ja? halt gekriegt habe. Das war doch diese unglaubliche Geschichte, wo das Kron weggegangen ist, die Darm-OP, die nicht stattgefunden hat, wenn ihr euch erinnert, am Mittwoch Ja. ab. Komplett Ja. durch Aloe und Kolostrum. Jenny, und jetzt erzähl uns mal, was war denn jetzt auf deinem Scheck? Oder ich nenne immer noch Scheck, früher war es ein Scheck, heute wird es ja überwiesen, ein Bonus. Was war denn da drauf, Jenny? Ja, es waren über 3.400 Euro unzerquetschte. Das ist, weiß auch nicht, das ist so brutal. Das ist wirklich brutal, wenn du dann als alleinerziehende Mama auf dein Konto guckst und dann auf einmal so ein Bonuscheck. Und einfach, nicht weil du mehr gemacht hast. Ne? Also es ist nicht so, dass ich ja den Monat oder das ist mal total viel Ohr, voll viel Gas, sondern einfach, weil man konstant, wie so ein Dauerläufer, ne? Konstant einfach dranbleibt, ohne Stress, in deinem eigenen Tempo. Wenn Kinder krank sind, sind Kinder krank. Oder wenn du keine Zeit hast, hast du keine Zeit. Wenn du, keine Ahnung, ohne dass du einen Chef hast, wo oben runter druckst. Ne? Also, wo gibt's denn sowas? Musst du nicht noch Urlaub fragen? Und dann kriegst du einfach mal. Und nach oben hin ist ja keine Grenze. Ja, 3.415 Euro. Was bedeutet das für dich, Jenny? Was bedeutet das für dich? Ja, das ist egal, welche Rechnung jetzt kommt. Es kommen ja manchmal so Rechnungen, wo man denkt: Scheiße, mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ne? So, also, oder Spülmaschine oder. Mit meinen Mädels jetzt in Urlaub, ne, zum Beispiel. Jetzt kann ich sagen, alles klar. Wir haben zwar nichts gebucht, ne, wir wollten so eine Schwimmbadtour machen.
Aber jetzt kann ich halt einfach sagen, okay, jetzt gehen wir halt einfach mal. Von mir aus kann man auch jeden Tag essen, gell? Scheiß drauf, ne? So. Das ist so, ja. Oder Shopping, mit meinen Mädels eine Shopping-Tour mache, ne? Also, wo du mal sagst, okay, jetzt gehen wir in die Fribourg und dann gehen wir dort und dort in den Laden. Das machst du einfach halt, wenn du das, wenn ich jetzt kein LR hätte, dann könnte ich das nicht. Und wie fühlt sich das in puncto, weißt, so dieser Punkt Unabhängigkeit, ich sage jetzt mal ganz blöd, auch mal von Mann oder Männer? Ja, ist natürlich auch tolles Gefühl, dass man nicht abhängig ist, weil eben damals wurde es, also war ich immer abhängig und musste quasi nach Geld fragen, wenn ich nur einkaufen wollte, ne? Also Lebensmittel einkaufen. Und das war, also im Vergleich zu jetzt, ne? Also das wünscht man ja keinem, dass eine Frau in so eine Abhängigkeit reinkommt oder gedrosselt wird, dass sie um Geld betteln muss für irgendwelche Einkäufe. Ne, und jetzt ist einfach so egal. Mein eigenes Schiff. Und wenn man überlegt, wenn du dir Rechnung jetzt aufmachen würdest, wie viel Stunde effektiv Ich du darf nicht investierst, machen. Das ist weißt, unverschämt. ist unverschämt. Das ist Niemand. unverschämt. Leute, wer verdient so viel Geld, wenn du es jetzt runterrechnen würdest, weißt, wenn jetzt Jenny jeden Tag 6 LR-Termine hätte. Wisst ihr, was ich Ja. meine? Aber das sind 3.400 € im Monat für effektiv, wenn es jetzt mal runterbrechen würdest auf den Tag, regelmäßig vielleicht 1, 2 Stunden, oder? Ja, also wenn du Social Media mitrechnest halt, ne, klar, dann bist du vielleicht, also bin ich jetzt nicht so wahnsinnig aktiv, aber letzten Monat habe ich, war ich nicht so fleißig, ich glaube, 3 Termine gehabt. 3 Geschäftsvorstellungen. Und ich dann schon, klar, Ja, Leute. das passive Einkommen, wo du halt für Arbeit von vor 10 Jahren immer noch bezahlt wirst. Und deswegen ist es das Dranbleiben und Durchhalten, ne? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt ein Jahr dabei ist und hätte immer noch keinen Junior-Teamleiter und sagt dann, oh, scheiße, scheiß Geschäft, funktioniert nicht, ne? So. Doch, irgendwann kommt es automatisch, dass es funktioniert. Du musst nur dranbleiben und dich nicht ablenken lassen von irgendwelchen anderen Angebote, ne? Sondern einfach sagen, nein, hier, ja, einfach durchziehen. Also Priorität, du hast die Priorität gesetzt, LR ist mein Hauptbaby. Das ist auch an der Ja. Challenge so geil, das ist auch bei allen Erfolgreichen, egal wo du hinguckst, du kannst nur einem, ich sag mal so blöd, ich sag mal so schön, es gibt ein altes Samurai-Sprichwort, ja, wer es kennt, den Film, wie heißt er denn nochmal mit dem Tom Cruise? Wie heißt er wohl, das Last The Last Samurai? Samurai. Man kann nur einem Herrn dienen, liebe Freunde. Und genauso ist es auch mit LR. Das alles andere ist ja unglaubwürdig. Jetzt stellt euch mal vor, Jenny würde nebenbei, was weiß ich, noch 3 andere Sachen machen oder wie auch immer. Und das ist ja genau das, warum wundern sich viele Leute, warum jetzt ein Frank Helmle immer so erfolgreich oder immer dabei ist oder ein Patrick König. Ja, weil wir halt straight sind und true sind. Und es gibt so viele Leute, die wechseln ständig nach jeder Furzlaune als Unternehmer oder machen ständig mal dies oder das. Ist ja klar, dass dein Umfeld dich natürlich, das kriege ich ja mit und nicht wahrnimmt. Und das ist halt eine Jenny einfach mega geil. Sie ist straight, sie zieht ihr Ding durch. Früher oder später wird ja jeder angebaggert. Spätestens wenn du auf Instagram den Account aufmachst, geht es ja 2 Tage, dann kommt schon der letzte Penner daher, der Erstbeste, möchte gern Trainer und möchte ja sein Network-Marketing-Training verkaufen. Ja, Ja, oder genau. kommt zu mir. Bei uns gibt es ein neues Network, bei uns ist alles einfacher und du brauchst keine Namensliste und dies nicht und jenes nicht, verstehst du? Und das Gras ist niemals grüner irgendwo anders, liebe Freunde, weil es steht und fällt ja alles mit dir und deiner Authentizität. Und die Jenny ist halt auch einfach herrlich authentisch. Und deswegen ist es so schön, Leute, den Mut zu haben, kommt voll in eure Authentizität rein, seid zu 100% nach außen hin, so wie ihr seid, genau so wie ihr seid. Ihr müsst nicht perfekt sein, das hören wir immer, echt sein. Und du ziehst die Menschen an, die zu dir passen. Und das ist ja auch das, was man gerade so an alle Ecken und Enden spürt: diese positive Menschen, die wir ja regelrecht zu uns ziehen. Ist ja egal, wo ihr hinguckt, Leute, guckt euch mal an. Oder jetzt die Celine vorher, oder? Was ja ein toller, positiver Mensch strahlt. Und das ist doch einfach sehr, 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 sehr geil. Also Jenny,
Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit. Du bist ein mega Leuchtturm. Und das Schönste ist ja, das Allerschönste ist ja, Leute, wir sind sowas von ganz an the beginning. Wir sind ganz, ganz, ganz am Anfang. Ganz am Anfang, liebe Leute. Was, stellen wir, wenn wir jetzt in die Zukunft, ein Jahr in Zukunft, wisst ihr, was dann abgeht? Was wir da, oh, das wird so mega geil. Und wir sind in die richtige Richtung. Also, Jenny, möchtest du vielleicht noch eins rauslassen, weil ich habe nämlich auch einen geilen Impuls, wo ich mir schnell den Norbert noch hinterm Lenkrad vorholen will. Aber hau mal noch ein Herzenswunsch raus. Na ja, ich wünsche euch allen, dass ihr einfach dabei bleibt und nicht aufgebe, also einfach weitermache. Auch wenn es mal echt scheiße ist und, keine Ahnung, die Pakete gehen zurück oder ihr einen Termin, ich habe auch wieder vor kurzem einen Termin ausgemacht über Insta, damit er hingefahren. Da ist keiner gekommen. So. Also einfach durchhalten. Dranbleiben. Aufstehen, aufstehen, Krone Richter, weitergehen. Boah, geil, Jenny. Danke, Jenny. Danke. Das ist Danke dir, euch. Leute, es ist wie in der Achterbahn. Man muss einfach sitzen bleiben. In der Achterbahn geht es hoch, duck, 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 dann, da geht es wieder runter, da geht es ja voll runter, dann geht es steil bergab. Scheiße! Und viele springen raus. Oh Gott, ich brauche eine andere Firma oder alles entschuldigt oder was weiß ich, ist nichts für mich. Oh. Und immer sitze bleiben, immer sitze bleiben, immer sitze bleiben, immer sitze bleiben. Und dann geht es nicht lang, irgendwann also gehen alle Hände hoch, verstehst du? Und das ist unser Geschäft, liebe Freunde. Dranbleibe, dranbleibe. Jetzt hole ich mir den Nobby. Norbert. Geil, erzähl du mal ganz kurz was zu deinem Scheck. Heute sprechen wir ja über Geld verdienen und über das Thema Passiveinkommen. Und Nobby kann euch auch gerade richtig geile Story dazu erzählen. Zu meinem Scheck soll ich was erzählen? Du willst nur wissen, wie viel Geld ich habe. Naja, und wir haben im Vorfeld schon telefoniert, ist alles in Ordnung, es dürfen alle wissen. Ja, es ist alles in Ordnung. Was soll ich sagen? Also, mein Scheck ist richtig geil. Also, ist in die letzten Monate zwischen 1000 und 1300 Euro. Aber das Beste dran ist eigentlich, oder eigentlich jetzt das Beste. Aber die Tatsache ist halt, dass ich gerade im Moment sehr, sehr wenig fürs Geschäft machen kann, weil ich in meinem Hauptjob halt ziemlich viel unterwegs bin. Ich habe jetzt Hauptsaison. Wie ihr seht, sitze ich gerade im LKW. Bin die jetzt schon zweimal diese Woche in Leipzig. Also ich mache gerade wenig Kilometer und da ist halt alles ein wenig schwierig. Und trotzdem, dass ich so gut wie gar nichts hinkriege mit Terminen oder so, habe ich einen schönen Scheck bekommen. Und das ist halt auch mal richtig geil. Ja. Da muss man dann schon. Da freut man sich dann schon auch echt tierisch, ja. Das ist dann schon geil, ja. Jetzt ist, glaube ich, Verbindung schlecht, oder hört ihr mich noch? Ach so, genau. Und du hast, glaube ich, schon erzählt, wie viel es war, oder? Also jetzt für den Juli war es fast 1200 Euro. Genau, mit knapp 19.000 Punkte, glaube ich, gell? PWs. Sowas. Und es soll heute keine, also nicht, es soll ja heute jetzt keine Werbung sein für, hey, mach den ganzen Monat nichts und dann kriegt der Haufen Geld. Also eins ist natürlich auch klar, dass der Norbert sich mit ganz, ganz viel Liebe immer fleißig ist, am Start ist, schon lange dabei ist. Das zeige ich nämlich, ich habe mir nämlich heute was angeguckt, womit ich mit euch drüber sprechen will. 19.000 Punkte. Warum variieren denn DLR-Bonus-Schecks so? Ja? Es gibt zum Beispiel jemand, der frisch gebackene Junior-Teamleiterin wurde letzten Monat, wo der Scheck weniger war. Auch Junior-Teamler mit knapp 14.000 Punkte. Wo kommt diese Diskrepanz her? Das kommt einfach durch die Breite, liebe Leute. Durch die Breite. Und der Norbert, Breite heißt quasi eure direkte Breite, eure gesetzte Erstlinie. Und der Norbert hätte letzten Monat halt einfach, wenn man sich den Umsatzbericht anschaut, hätte Norbert halt bestellaktiv eine 16%er Linie gehabt. Das ist die Kerstin, können wir auch gleich drüber sprechen. Und 15 andere Bestelllinien. 15 Kunde, Partner, Eigenbedarf, Hobby, die parallel bestellt haben. Wisst ihr, was ich meine?
Und deswegen ist diese Breite so wichtig. Und ich habe ja letzte Woche zu euch gesagt oder vorletzte Woche, Leute, ihr kriegt eine Hausaufgabe, guckt euch mal das Marketingplan-Video an von mir, wo genau das erklärt, wo kommt das Geld her, wie wird das Geld verdient, was muss ich tun, damit ich meinen Bonuscheck nach oben bekomme. Und ich glaube, die wenigsten haben sich das Video angeschaut. Also, ich will auch gar nicht fragen, wer sich das angeschaut hat, aber Leute, guckt euch dieses Video an. Denn nur wenn du selber weißt, wie der Bonusplan funktioniert, dann traust du dich, mit jemandem darüber zu sprechen, wie er funktioniert. Und erst dann kannst du jemandem auch wirklich mal das zeigen und dafür begeistern. Und erst dann verstehst du, da kommt diese Riesenmotivation her. Und das ist einfach geil beim Norbert. Der Norbert hat halt einfach, ist lang dabei, das zahlt sich aus, führt viele Gespräche und irgendwann hast du einfach deine Masse an Leute. Und der Norbert hätte halt nun mal dieses Saisongeschäft als LKW-Fahrer. Aber letzten Monat im Juli oder vorletzten Monat warst du ja auch schon so viel beruflich unterwegs im Lastwagen. Jeden Tag unter der Woche immer weg, abends in der Hotelübernacht und so weiter. Hast auch schon einen Scheck von 13, 1400 Euro im Monat. Hey Leute, das ist doch abartig. Wo kriegst du denn Geld fürs Nix? Also in aktiv, also nix aktiv schaffe. Brutal geil, oder? Einfach dafür lohnt es sich doch wirklich dabei zu bleiben. Und der Kerstin, zu dir auch geschwind, ganz kurz. Wir haben heute auch schon telefoniert, wir haben auch schon darüber gesprochen, ob es für dich in Ordnung ist, dass ich dich frage, Kerstin, wie sieht es für dich aus? Was war denn bei dir? Du hast letzten Monat 9000 Punkte, Kit, ungefähr, knapp, gell? Ja. 9000 PW. Was stand bei dir auf der Uhr, Kerstin? Und 418 Euro. wie ist dein Gefühl dazu? Ja, das ist cool. Das macht so Spaß. Ich habe nämlich auch geguckt, Kerstin, 418 Euro, du hast die 16% erreicht, also quasi 9000 Punkte circa und 7 Differenz, 7 bestellaktive Linien. Weißt? So, es sind also wieder die Breite von den bestellaktiven Linien. Also Tiefe ist immer sehr, sehr wichtig, bringt Stabilität rein, aber Leute, ihr müsst in die Breite arbeiten. Mehr Differenz, mehr Bonus, mehr Geld. Das sieht man auch bei der Jenny. Jenny hat ja 3.415 Euro verdient jetzt für den letzten Monat, Juli, hat zwei direkte 21% Linien, eine 16% Linie, eine 14er Linie und 8 Differenze noch dazu. Also mit 8 Differenze meine ich unter 14%. Also immer dabei bleiben, immer jeden aufsammeln, immer jeden aufsammeln. Kleinvieh macht so viel Mist und ihr wisst nie, wann die Leute vom Eigenbedarf zum Business überwechseln. Das dauert manchmal Jahre, aber dann auf einmal haben die Menschen wie Celine ja auch ihre Herzensgeschichte schon erlebt. Der Celine braucht keiner von einer anderen Firma kommen oder sie abwerben wollen oder was der Geier, was die ihre erzählen wollen, dass LR funktioniert, weil sie es an ihrem eigenen Leibe erlebt, die Produkte seit Jahren hat. Kerstin, und du hast mir was mega Geiles erzählt zum Thema Konzeptvorstellung, diese PDF, die ich für alle fertig gemacht habe, mit der ihr alle eure Gespräche führen könnt. Kerstin, erzähl mir doch nur mal, was diese Woche oder letzte Woche abgegangen ist mit der, was das Feedback, wo du mir gegeben hast, wo ich gesagt habe, erzähl mir das mal heute Abend, bitte schön. Also ich habe eine neue Partnerin, ja, ein Gespräch geführt mit dieser Konzeptvorstellung, aber so in eigenen Worten, also mit meinen Worten. Und die ist auch eingestiegen, die möchte es gesundheitlich und auch geschäftlich machen, hat dann gleich mal ihren Freund unter sich eingetragen und jetzt ist sie an ihrem Papa dran und Papa ist noch nicht ganz so überzeugt. Und dann hat sie mir geschrieben und sagt sie, sie braucht was, wo sie ihrem Papa zeigen kann und das Ganze vorstellen kann. Und dann habe ich zurück gesagt, ja, was brauchst du denn? Und dann sagt sie, ja, das, was du mir gezeigt hast. Und dann sage ich, die Konzeptvorstellung. Dann sagt sie, ja, die ist richtig cool. Mit der möchte sie das machen. Also die ist total begeistert von der Konzeptvorstellung, weil auch für sie, wo das ja noch gar nicht gekannt hat, also weder LR noch das Geschäft, schon so überzeugt war von dieser Konzeptvorstellung, dass sie sich jetzt schon zutraut, damit zu arbeiten. Und das macht sie auch. Jetzt ist sie auch an ihrer Schwester dran. Ich habe heute Abend mal kurz mit ihr geschrieben. Die arbeitet mit dieser Konzeptvorstellung. Mega, oder? Macht's also, sie macht es schon selber, gibt es weiter mit der PDF. Hast du als PDF weitergeschickt, oder? Genau, ja. Hey, das ist wirklich. Leute,
Das Ding ist so der Hammer. Das hätte kein andere Orgas hätten. Das hätte niemand hätte dies. Dort ist die Erfahrung von mir drin, von Jahren, wo wir uns immer wieder auch ausgetauscht haben, auch untereinander und auch wieder durchgeschätzt und mit dem Norbert und Produkte und so weiter. Diese PDF, das ist wirklich wie ein Bilderbuch, immer dreijährige Kind auf den Schoß nehme. So, jetzt erzählt dir der Onkel mal was. Guck mal hier, das sind die Blümchen, da sind die Bienchen. Eins, zwei, drei, vier. Und jeder, der halbwegs Interesse hat, ehrlich Interesse hat, wird mitmachen. Ihr könnt da gar nichts verkehrt machen. Und Kerstin ruft mir diese Woche an und sagt: Oh, das ist so einfach, geil, zack, auf einen Streich, zwei Darmstoffwechselkure waren das auch. 3000, 3300 PW ungefähr, ja? Oder? Nee, warte. Helmlehr, ich bin Hauptschüler. 1650 mal 2 sind 3000, also 3, 2, irgendwas halt. Wie geil ist denn das, oder? Wie geil ist denn das? Und Dani, vielleicht auch nur ganz kurz zu dir. Mit dir habe ich heute Mittag auch telefoniert zum Thema, du hast ja jetzt eben zum ersten Mal den Junior-Teamleiter erreicht. Auch wieder hier dieselbe Story. Ich Produkt, verzauscht, ist ein bisschen laut. ja, genau. Produkt letztes Jahr kennengelernt, in Produkte Ja. verliebt. Haben wir ja letztes Mal im Meeting gehört am Mittwoch, wie toll, keine Energie mehr und so weiter. Auf einmal Produkte verliebt, ein Jahr Produkte ausprobiert. Irgendwie Genau. den Sprung ins Geschäft gerockt, gepackt, whatever. Und jetzt hast du zum ersten Mal Junior-Teamleiter geschafft. 14.000 Punkte meine ich sowas, gell? Und ganz viel Dynamik bei dir in der Family. Und dein Check, hast du heute deinen Bonus gecheckt, oder? Ja. Und wie war das für dich? Das ist ja schon krass, weil du sitzt zu Hause, du gehst ja nicht arbeiten, du hast ein Baby. Und dann kriegst du vom Staat, für das, was du ja die letzten Jahre gearbeitet hast, ich war ja auch lange berufstätig, kriege ich meinen Mindestsatz von 300 €. So, dann machst du deinen Bonus auf, kriegst aber 404 €. Entschuldigung, aber das ist doch irgendwie ja schon wahnsinnig, oder? Findet ihr nicht? Also ich finde es schon. Für das, dass ich jetzt sozusagen zu Hause bin und Spaß dran habe, kriege ich mehr Geld, als ich jetzt die letzten ja, Jahre bekommen, oder? Findet ihr es nicht geil? Ich find's geil. Es ist unfassbar. Ich finde es einfach geil, Leute. Und das sind die Geschichte aus der Praxis. Und vor allen Dingen, Dani, bei dir ist es eben auch so. Auch wenn du in der 21%-Stufe bist, das werdet ihr in meinem Video verstehen. Umso mehr, wenn du einmal in der höchsten Bonusstufe drin bist, bringt jede einzelne bestellaktive Linie, die bei dir an der Breite reinkommt, lässt auf einmal die Geldkassette klingeln wie Sau, weil du natürlich als 21er die höchste Differenz auf alle hast, weißt? Und bei dir war es ja, weil diese Zeit der Aktivität ist ja bei dir in der Familie noch nicht so lang. Das ist ja erst seit 2, 3 Monaten. So, und dann ist schon Junior-Teamleiter, mega. Aber es sind natürlich in der Zeit noch nicht viel Breite gewachsen. Und wenn ihr jetzt Nee. einfach das weitermacht, dann machst du ganz schnell einen Sprung von 400 auf 1000, auf 1500, auf 2000, ab 16.000 Punkte gibt es ja über den Teamleiter. Da kriegst du nochmal 2% auf alle Umsätze mehr. Und das ist einfach extrem, extrem geil. Kleinen Moment, meine Tochter. Einen Moment, ich hätte gern so ein Pause-Klingel, so ein Aufzug-Musik. So, jetzt sind wir da, liebe Leute. Das ist aber, weißt, das ist doch modernes Arbeiten, oder? Wie ich gesagt habe, Leute, du musst heutzutage nicht hart arbeiten. Die ganze Welt ist hart am Arbeiten und rackert und plackt sich ab. Du musst smart arbeiten. Und genau das machen wir ja. Und überleg mal, diese Summe, die entstehen, 1.300 € nebenbei, bei der Jenny 3.400 € nebenbei. Das sind ja nicht im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot dir verdienen, verstehst du? Sondern was machen wir? Du quatschst mit Leuten, du machst Gespräche, du trinkst Kaffee, du begeisterst. Ist das so harte Arbeit?
Mann, und du Wahnsinn. änderst ja auch Leben bei manchen Menschen, die schon am Ende sind, am Boden liegen, oder? Ja, machen wir kurz. Das Handy ist doch noch nicht leise. Aber im Patrick Königs ist es vor kurzem auch passiert. Er hat gesagt, das ist kein Problem, die Leute haben alle Verständnis mit Kindern. Gib mal her, ich mach's leise. Komm, 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 komm. Okay. Gib mir's her, komm, ich mach's schnell leise. Wart noch ein paar Minuten. Sie braucht ein Licht. Was braucht sie denn für ein Licht? Okay, es geht allen gleich. Das ist das mit diesem familientaugliche Geschäft, gell? Deswegen trinken wir ja alle Mindmaster. Deswegen trinken wir mal. Ey, aber echt, sonst wäre ich schon langweilig. Habt ihr denn noch Fragen zum Schluss an die Celine zum Beispiel? Oder ein Feedback dazu? Dann werde ich mich noch einmal ganz kurz ausklinken. Und dann machen wir noch, habe ich noch eine coole Info, die ich mit euch teilen will, dann wären wir auch schon durch. So, ansonsten könnt ihr euch jetzt selber mal kurz austauschen oder euer Feedback geben. Das müsst ihr jetzt mal ganz kurz eine Minute ohne mich schaffen. Soll ich was dazu sagen über Mindmaster? Hab da Interessen. Und zwar, weißt, meine Mutter beginnt die Demenz. Da sagt, neulich ist gerade meine Schwester, du, Josie, die Mutter hat das Mindmaster probiert. Und dann hat die gestern halt so das getrunken. Und dann sagt sie, die war heute Morgen voll entspannt. Und bei das Wiederaktivsaft tut es der auch wahnsinnig gut. Also die Leute, wo beginnende Demenz haben, das Mind Master und das Wiederaktiv ist, also das mache ich jetzt gerade erst jetzt, ganz interessante Beobachtung, die Menschen, die wo so Demenz so langsam haben. Also das wirkt auch wirklich Wunder. Also wenn die... Wenn jemand jetzt da irgendwo Demenz hat, muss ich sagen, also meine Mutter ist leider betroffen und das Mindmaster macht sie wirklich, bin ich gerade überrascht. Also Josie, ich, meinst du es Nightmaster oder das nein, Night? das, na ja, das zum Schlafen. Meine Claudia hat zu mir gesagt, jetzt sage ich, du, das tut der Mutter gut, weil meine Mutter, weißt, die nimmt halt auch viele Medikamente, ich kann es nicht ändern und die schlaft schlecht. Jetzt mache ich gerade, sagen wir es mal ein bisschen so, du jetzt ein bisschen so recherchiere über das Mindmaster. Jetzt nimmt es gerade Mutter und die trinkt wahnsinnig auch gerade das Wiederaktivsaft, da merkst du, ihre Leistung wird besser. Ich darf das bloß nicht so laut sagen, die Ärztin hat gesagt, hey, meine Mutter hat sich da verbessert. Weißt du, ich muss alle halb Jahr mit meiner Mama zur Neurologe und das wird besser, das musst du dir mal vorstellen. Super, mega. Vielen lieben Dank, liebe Josie, für den Also das ist gerade die Leute, Input. wo Demenz haben, sage ich mal, vielleicht wird das nur zusätzlich vielleicht mal ein Tipp, das zu verbinden, wenn die bereit sind natürlich, gell? Ja, also das ist sowieso hochspannend. Ich habe heute hier mein Mitschrieb entdeckt, wo ich denke, boah, beim Aufräumen, oh, wie geil ist denn das, weil ich beim Sven Werchan war, auf einem exklusiven Vortrag direkt mit der Geschäftsleitung dabei vor paar Wochen war das in Aalen oben. Und dann ich so, wow, was steht denn da alles drauf? Ja, und ich muss mir das alles nochmal ins Reine schreiben und werde es vielleicht dann auch mal in unsere Gruppe posten. Da hätte einfach das Sven Werchan, sein Buch kennt ihr ja alle. Oder wenn noch nicht, dann holt euch das. Der schreibt, der haut solche Granate immer raus, wo du denkst, boah, wenn er dort zum Beispiel schreibt, was hat er dort geschrieben? Was tut eine Mutter, um das Leben ihres Neugeborenen zu schützen? Alles zum Thema Kolostrum, damit man einfach einmal eine Einschätzung bekommt, wie wichtig Kolostrum ist, ja. Und da hat so, so, so viele geile Punkte. Deswegen holt euch dieses Buch. Ramona hat es von mir auch ausgeliehen. Ramona sieht man jetzt ja gerade, ist online. Ich weiß nur nicht, ob sie sprechen kann. Aber Ramona ist total begeistert, glaube ich. Und hat zu mir gesagt, sie braucht es auf jeden Fall selber auch. Also wer von euch kennt das Buch vom Dr. Werchan? Mega, oder? Brutal gut. Also liebe Freunde, holt euch unbedingt, unbedingt, unbedingt dieses Buch.
Und was ich noch sagen wollte, LR, ihr habt doch schon gesehen, es gibt einen Countdown, gell, der gerade läuft. Gestern kamen noch 3 Tage und heute kam wieder was. Ja, morgen Abend hätte der Patrick König, LR wird natürlich jetzt aufs Wochenende hin, wird sich offenbaren, was hinter diesem Countdown steckt. Und es ist was richtig, richtig, richtig Geiles. Patrick hat es mir heute am Pool erzählt. Und er hat mir auch gezwitschert, morgen Abend macht er ja dieses einmal im Monat Starter-Seminar, wie heißt es nochmal beim Patrick, den Inspiration Day, wo natürlich alle Karriere nochmal gefeiert wäre, aus dem letzten Monat, wo ja quasi alle durchstartet, auch hier aus dem Team, wo ihr alle euer erwähnt werdet, auch gezeigt werdet morgen Abend. Und was die mache, zum Schluss kommt als Surprise, das weiß nur noch niemand, kommt Irina Meyer dazu und Julia Rau dazu. Und die drei Präsidenten lasse die Katze aus dem Sack, was LR dann quasi jetzt am Wochenende bringt. Die drei Präsidenten, die verraten es morgen Abend schon. Wenn ihr Zeit habt, Leute, dann guckt unbedingt morgen Abend rein. Dann habt ihr einfach schon mal einen Infovorsprung von dem, was kommt, weil es echt krass ist. Aber oder so eine Überraschung, wo einfach so LR macht, einfach so Surprise, ja, klingelt bei dir an der Tür, Ding Dong, hä? Was ist los? Wer klingelt da? Dann machst du die Tür auf, steht so ein fettes Geschenk da, du weißt überhaupt gar nicht, worum. Und ja, und das wird morgen Abend released. Deswegen guckt morgen schon rein, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und freut euch aufs Wochenende und legt euch vielleicht, wenn ihr Möglichkeit da habt, plant euch euer Wochenende vielleicht noch nicht ganz so voll mit Freizeit. So, mehr sage ich nicht dazu. Okay, so, liebe Frank, Leute. darf ich ihn Ja. fragen, wenn du sagst Wochenende, können wir Nein, mal. ich darf Was? gar nichts dazu sagen. Nee, nee, es geht ja nur darum, weil du sagst, du machst Wochenende. Ist das so, dass man da Info bekommt, dass man dann Link sehen kann, was da abgeht? Oder wie kann ich mir das So, vorstellen? sieh mir doch zu, wenn ich dir sag, morgen Abend sollst du einfach beim Patrick König reingehen und zuhören. Okay. Verstehst Okay. Das wird geil, Leute. Das ist krass, Josi, weil Irina, Julia, die sind ja eh, also ich ziehe alle Hüte ab vor denen. Sowas von tolle Leute. Und mit dem Patrick in Kombination, die hauen morgen die Katze aus dem Sack. Aber ihr habt noch nichts gehört von mir, okay? Ihr geht morgen einfach rein. Ach, ist ja Patrick sein Inspiration Day. Ach ja, was geht denn heute so? Okay, alles klar. So, okidoki, so machen wir das jetzt. Ich wäre durch mit dem, was mir heute am Herz lag. Noch einmal der Aufruf: Guckt euch meine Marketingplan-Schulung an als Video, bitte. Alle, genau, guckt es euch einfach an. Ich darf euch ganz herzlich Danke sagen für eure Zeit. Und wenn ihr jetzt noch wollt, könnt ihr noch was loslassen. Allgemein als Feedback zur Jenny oder zur Celine, weil die natürlich heute für mich das absolute Highlight waren. Wie es Mikro angeht, wisst ihr ja, wer noch was loswerden will, haut's raus, Klaus. Dauert immer einen Moment, gell, bis die Mikros so an sind. Wer mag was dazu sagen? Ich finde es natürlich richtig krass. Also, es das heißt, Celine hat jetzt auch nur mit dem Mindmaster gearbeitet, oder? Und dass es einfach schon so gut geht, finde ich einfach wahnsinnig und auch schön. Und wie sie ja gesagt hat, hat sie jetzt auch ein Baby, oder? Habe ich es richtig verstanden vorher? Und ich meine, da braucht man ja auch sehr viel Kräfte und das ist so viel Arbeit und so viel. Man muss ja auch emotional so viel da sein. Das weiß ich ja selber. Ich habe ja selber ein Baby noch rum. Krabbeln. deswegen ist es ja wahnsinnig, was sich bei dir getan hat. Das finde ich umso, also das sind so Ergebnisse, weil man auch weiß, wie man sich selber fühlt und es bei anderen hört, finde ich einfach nur wunderbar. Kannst du gerne am Richtig Mikro noch schön. anmachen, Celine, wenn du noch was dazu oder so, gell? Wir sind völlig gechillt oder sonst, wenn jemand vor euch noch was dazu zu sagen hätte. Ich finde es irre, dass es sich auch traut, das so Ja, rauszuhauen. danke schön. Danke schön fürs Feedback. Und ja, ich habe damals nur den Mindmaster genommen und halt natürlich mein Leben umgestellt, also alles rausgeschmissen, was nicht gut getan hat und reingeholt, was gut für mich war.
Und ich habe danach, nach einem Jahr, ich habe meine Tanzausbildung zur Tanzpädagogin noch gemacht. Ist mit nebenbei Vollzeit, nein, 60% arbeiten, 12 Stunden am Tag, 3 Tage lang. Und das habe ich alles gepackt und habe jetzt sogar 2 Kinder und einen Hund. Oh. Genau. Und alles gar kein Problem mehr. Also das war ich einfach, ja, kein Problem mehr. Ja, da fühle ich mit dir. Zwei Kinder und ein Hund. Ja, Scheiße. super. Ah ja, mega. Das sehe ich, das sind die, guck mal, das sind die, das sind, das ist die Power, das sind die Power Ladies. Das ist krass. Das wird in den nächsten Monaten wird das alles nur so gut werden. Also, meine lieben Freunde, ich wünsche euch eine ganz schöne Sommernacht noch. Und wir sind sowieso connected. Vielen Dank für die Zeit von euch. Ja? Macht's gut. Bis Danke, Frank. bald. Also, Bye tschüss, bye. bye bye. Dankeschön. Ciao. Ciao.